Top things not to do in a term paper. Hallo, mein Name ist Annalena van Beek. Sie kennen mich vielleicht noch aus Videos wie Einführung in das Mittelhochdeutsche oder alle Sexszenen in The Witcher 3 mit Einhorn-Symbolik analysieren. Heute machen wir ein kleines Video, das da heißt Dinge, die man in einer mediävistisch-germanistischen Hausarbeit nicht tun sollte. Ich habe seit 2014 an verschiedenen Universitäten gearbeitet und ich habe eine Menge Hausarbeiten korrigiert. Huh, boy. Und ich habe die Schnauze voll, immer die gleichen Fehler zu lesen. Deswegen mache ich dieses Video, damit sie endlich mal richtig zitieren lernen, ja? Also, eigentlich mache ich das Video, um euch zu helfen. Oh. Und euch ein bisschen die Lektüre der Fachprüfungsordnung und der vielen Leitfäden zu ersparen und meine Erfahrungen in der Korrektur von Hausarbeiten mit euch zu teilen. Also, hier kommen sie. Top things not to do in a term paper. Dinge, die man in einer mediävistisch-germanistischen Hausarbeit nicht tun sollte. Auf Platz 7. Sweeping Statements. Wir oder uns verwenden, allgemeinernde Aussagen treffen. Wir alle kennen das Mittelalter. Wir alle haben schon einmal gehört. Ich kann es nicht mehr hören. Könnt ihr nicht einfach sagen, ich schreibe über dieses Thema und gut ist? Warum muss es gleich immer so eine blöde... wir alle haben schon einmal Schwerter gesehen. Sind sie nicht schön? Ach, im Folgenden möchte ich mich übrigens mit Schwertern beschäftigen. This thing's a piece of crap. Tut es bitte einfach nicht. Auf Platz 6. Falsch zitieren. Was ihr da seht, ist eine unfertige Zitation. Wenn ihr zitiert, macht bitte nicht Seite 65 fortfolgende, abgekürzt mit FF. Das macht man in der Germanistik nicht. Es geht bei einer wissenschaftlichen Hausarbeit darum, nachvollziehen zu können, von wo das Zitat stammt, was man lesen möchte. Das heißt, wenn mir jemand sagt, 65 FF, 65 Seite irgendwie, dann fange ich an zu blättern und das wollen wir nicht. Also bitte seid präzise beim Zitieren, sagt Seite 65 maximal folgende, also F Punkt, aber ansonsten nicht FF. Auf Platz 5, den Unterschied zwischen direkten und indirekten Zitaten nicht verstehen und dabei grenzwertig plagiieren. Jede Quelle muss nachvollziehbar sein. Für jeden Satz. Es gibt die Möglichkeit, direkt zu zitieren, also ein Zitat in Anführungsstriche zu setzen und damit zu kennzeichnen, dass das ein direktes Zitat ist, das von einer anderen Person stammt. Das muss mit einer Fußnote gekennzeichnet werden. Wenn ihr einen Gedanken paraphrasiert, also formuliert, was ihr in einem anderen Text gelesen habt, aber mit eigenen Worten, dann kennzeichnet das bitte mit Vergleiche und dann zitiert ihr diese Quelle. VGL. Sensationell. Wenn ihr das nicht macht, verschwimmt dabei die Grenze zwischen eigenem und fremdem Gedankengut und ihr lauft Gefahr zu plagiieren. Das wollen wir nicht. Ihr fallt durch. Auf Platz 4. Was ihr da seht, ist ein unvollständiges Literaturverzeichnis. Im Literaturverzeichnis der Hausarbeit befinden sich alle Quellen, die ihr im Laufe dieser Hausarbeit zitiert habt. Die Literaturverzeichnis-Ecke ist keine Bibliografie zum Thema. Das heißt, ihr versammelt da bitte nicht alle Quellen, die ihr irgendwann mal zu dem Thema gelesen habt, sondern ihr schreibt, was ihr zitiert habt, auf welche Primärliteratur ihr euch bezieht, auf welche Sekundärliteratur. Hartmann von Aue, Erik, reicht nicht. Ich möchte gerne wissen, wer hat diese Erik-Ausgabe gestaltet, von wann ist sie, in welchem Verlag ist sie erschienen, in welchem Jahr. Das ist das absolute Minimum. Auf Platz 3. Thema als Fragen formulieren und darauf verkürzte Antworten geben. Wenn ihr in ein Thema einsteigt, macht es einfach nüchtern, wissenschaftlich, sachlich. Sag, ich schreibe über Sex im Mittelalter. Nicht irgendwie so eine spekulative Aufreißethema wie irgendwie, keine Ahnung, Spektrum oder irgend so eine populärwissenschaftliche Zeitschrift, so Sex im Mittelalter. Und alle haben wir schon einmal von Sex im Mittelalter gehört. Was bringt das? Es bringt, dass ihr darauf verkürzte Antworten gebt, wie Leute würden mit Ja antworten, Leute würden mit Nein antworten. Macht es einfach nicht. Macht es einfach nicht. Bitte! Auf Platz 2. Der Leser.
Es ist sexistische Kackscheiße. Es gibt auch Frauen und nicht-binäre Menschen, die lesen können. Man glaubt es nicht, aber es ist so. Was immer ihr auch im Deutschunterricht ins Hirn geschissen bekommen habt, es gibt lesende Menschen. Punkt. Das zweite Problem mit dem Leser im Mittelalter ist, dass man da in dieser Periode nicht davon ausgehen kann, dass alle Menschen diese Texte lesend rezipiert haben. Im Mittelalter konnten nicht so viele Leute lesen und in der Regel wurden Texte nicht nur von privilegierten Adligen im stillen Kämmerchen gelesen, sondern vorgetragen, irgendwie auswendig gelernt. Teilweise kann man auch Performance damit verbinden. Das zeigt, wenn ihr das schreibt in einer mediävistischen germanistischen Hausarbeit, wenn ihr vom Leser spricht, dass ihr euch mit der Periode nicht auseinandergesetzt habt. Ihr habt keine Ahnung vom Mittelalter, wenn ihr schreibt, im Nibelungenlied lassen sich ebenfalls erotische Andeutungen finden, welche dem Leser zwar noch einiges an Interpretationsspielraum lassen, aber eine eindeutige Richtung vorgeben, sodass bewusst wird, dass es sich um sexuelle Handlungen handelt. Nicht nur ist das ein total verquerer Satz, aber das Hauptproblem, was ich an der Stelle habe, ist, dass ihr euch keine Gedanken über Rezeption von Texten im Mittelalter gemacht habt. Und wenn ihr solche Formulierungen, die ihr vielleicht irgendwann mal im Deutschunterricht gelernt habt, einfach unreflektiert weiterverwendet, dann gibt es Abzug in der Note! Der Leser. Der Leser. Und jetzt kommen wir auch schon zum Platz 1, was euch wirklich in einer germanistisch-mediävistischen Hausarbeit oder auch in jeder anderen Hausarbeit in irgendeinem wissenschaftlichen Fach, sagen wir Wirtschaftspolitik, nicht passieren sollte, sind fehlende Nachweise. Wenn ihr einen Gedanken nicht nachweist, dann seid ihr daran zu plagiieren. Und selbst wenn es nur ein Versehen ist, ist es ein Plagiat. Was auch problematisch ist, dass ihr... Hallo? Was auch problematisch ist, wenn ihr Sachen nicht nachweisen könnt, ist, dass ihr unwissenschaftlich schreibt. Ein Beispiel aus einer Hausarbeit. In Amerika besitzen BürgerInnen Waffen in jeglicher Form und Funktion. Geschätzt etwa 3 Millionen Stück. Ein großer Teil davon sind natürlich Schusswaffen und haben wenig mit dem Schwert an sich zu tun. Bla bla bla. Dabei soll der Besitz oder das Tragen von Waffen das Freiheitsgefühl der amerikanischen EinwohnerInnen stärken. So zumindest laut einer Umfrage. Wo ist die beschissene Umfrage? Wenn du das zitierst und sagst, ein Drittel aller AmerikanerInnen tragen Waffen oder mit Zahlen um dich wirfst, das ist unwissenschaftlich. Du kannst doch nicht einfach mit Statistik um dich werfen, lieber anonymer Studierender. Und lasst euch bitte dieses Beispiel dienen als Erinnerung, dass ihr Plagiate nicht umsetzen solltet, wenn ihr jetzt mit Zahlen oder Zitaten kommt, die nicht von euch kommen. Selbst wenn es solche blöden Allgemeinplätze sind wie alle Amerika haben alle Waffen, ne? Dann zitiert es bitte. Okay. So. Ich bin gerade nochmal in den Wald gegangen, habe einen Baum umarmt, ein bisschen Yoga gemacht und jetzt geht es mir wieder gut. Alle Studierenden, die in diesem Video erwähnt wurden, sind toll, tolle Menschen. Ich hoffe nur, dass diese Beispiele, die ich euch gerade geschildert habe, dazu beitragen können, dass ihr in Zukunft Hausarbeiten besser schreiben könnt und euch diese Beispiele dienen lassen könnt als Richtwert, wie man nicht zitieren sollte, nicht sich ausdrücken sollte und nicht verallgemeinern sollte. Wenn euch interessiert, wie Hausarbeiten richtig geschrieben werden oder wenn ihr noch kein Material habt, habe ich euch unter dieses Video Links gepackt zu Einführungen, zum Beispiel von Martha Böglin, wissenschaftlich arbeiten, die ich immer wieder empfehle. Oder ich habe auch zusammen mit den KollegInnen in Hamburg einen Leitfaden für germanistische Hausarbeiten erstellt, der auch, und das ist nicht selbstverständlich, Spezifika für die ältere deutsche Literatur mit abdeckt. Wenn euch das interessiert, lest dieses. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert gerne unter das Video. Und wenn ihr mein Twitter bis jetzt nicht gefunden habt, dann weiß ich auch nicht, was ihr mit eurer Zeit so anfangt. Weiß auf jeden Fall auch nicht, was ich mit meiner Zeit so anfange. Wahrscheinlich bei Twitter rumhängen. Liebe Grüße, alles Gute und viel Erfolg bei euren zukünftigen Hausarbeiten.